Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Livestream hier beim Ortsverein Nord der SPD Wiesbaden. Wie ihr seht, heute ist etwas anders. Und zwar bin ich nicht Isabel, sondern ich bin Marius und vertrete heute Isabel bei der Moderation des Livestreams. Und wie ihr auch gesehen habt, haben wir ein neues Intro. Dafür vielen Dank an Big City TV, die uns da unterstützt haben mit den Luftaufnahmen. Heute ist wieder unser Thema aktueller denn je. Wie soll es auch anders sein? Die Citybahn ist wieder bei uns heute das Thema, dementsprechend auch unsere Gäste. Wir haben jetzt noch einen dritten Gast, und zwar die Silvana Sand von den Jusos, Vorsitzende bei den Jusos. Setz dich ruhig. Genau. Hallo Silvana. Hallo. Ja, genau, wie bei den vorherigen Gästen, stell dich am besten einfach mal selber kurz vor. Das Wichtigste, was zu dir zu sagen gibt. Und dann lass uns danach am besten in das Citybahn-Thema einsteigen. Ja, du hast es eben schon erwähnt. Ich bin die Silvana, ich bin 22 Jahre alt. Ich bin bei den Jusos sehr aktiv. Und mit den Jusos zusammen haben wir auch demnächst ein Jugendbündnis zum Thema Citybahn gegründet. Das Jugendbündnis besteht aus den Jusos und? Aus den Jusos, aus der Linksjugend, aus der Grünen Jugend, aus Fridays for Future, dem Jugendparlament und Gewerkschaftsjugenden. Mhm. Also eigentlich, und weil wir jetzt, nachdem wir hier sozusagen die Stadtpolitik vertreten hatten, die Bürgerinitiative Pro Citybahn vertreten hatten, bringst du ja jetzt uns sozusagen die junge Perspektive auf dieses Thema. Was scheint dir denn da besonders wichtig an der Citybahn? Also was denkst du, ist das ausschlaggebende Argument, warum junge Menschen gerade am nächste Woche Sonntag dann für die Citybahn abstimmen sollten? Also zum einen natürlich die Flexibilität, die die Citybahn bringt. Die Tatsache, dass die Citybahn eben viele Schulen anbindet und eben auch Hochschulen, beispielsweise auch in Mainz, aber auch in Wiesbaden, die Hochschule Rhein-Main mit anbindet. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass gerade für junge Menschen das Klimathema auch ein sehr wichtiges ist. Wir haben auch Fridays for Future mit eben bei uns im Bündnis, die dann auch nochmal besonders das Klimathema eben hervorheben. Aber allgemein ist das auf jeden Fall ein Thema, das jungen Menschen wichtig ist. Und ja, ich glaube, das sind so die Hauptaspekte. Natürlich sind für junge Menschen auch die sozialen Aspekte wichtig. Die Tatsache, dass die Citybahn eben gerade Menschen mit eingeschränkter Mobilität eben eine neue Selbstbestimmtheit eben mitbringen kann, dadurch, dass bei der Citybahn es möglich ist, ohne Rampe oder irgendwas direkt mit Rollstuhl einsteigen zu können. Aber auch für junge Familien, die einen Kinderwagen haben, ist das natürlich auch ein immenser Vorteil. Ja, ja, das sagst du schon was Passendes, weil was die Kameras nicht sehen, gerade ist hier gerade ein Kinderwagen vorbeigerollt. Du hast ja für auf der Podiumsdiskussion des Jugendparlamentes auch das Jugendbündnis vertreten und entsprechend dich auch schon der Debatte gestellt. Was ist dir denn in der Debatte insgesamt, nicht nur auf dieser Podiumsdiskussion, lass uns das nicht darauf beschränken, aber insgesamt in der Stadtgesellschaft aufgefallen? Also wie ist da der Ton und was denkst du darüber? Also allgemein ist mir aufgefallen, dass die Debattenkultur teilweise wirklich unterirdisch ist. Das fängt an mit den Fake News, die so ein bisschen verwendet werden oder Dinge, die halt eben einfach in einem anderen Kontext wiedergegeben werden, aber auch die persönlichen Angriffe, die stattfinden, die meiner Meinung nach zum einen einfach unnötig sind und zum anderen davon ablenken, warum wir überhaupt den Bürgerentscheid haben. Wir haben den Bürgerentscheid, damit sich jede und jeder in Wiesbaden anständig informieren kann und dann für sich die Entscheidung treffen kann, finde ich das Projekt Citybahn gut oder eben nicht. Und wenn ständig irgendwelche Informationen verdreht werden, dann ist es überhaupt nicht möglich, dass sich die Wiesbadenerinnen und Wiesbadener tatsächlich ein objektives Bild machen können und entscheiden können, will ich das oder will ich das nicht.
Also das glaube ich auch, und ich glaube auch gerade im Hinblick auf diese Debatte, auf die Frage, will ich jetzt die Citybahn? Ich finde auch da, man kann ja ruhig auch gegen die Citybahn sein, ne? Also warum nicht? Es gibt auch bestimmt Argumente dagegen. Ich bin jetzt selber natürlich ein Befürworter der Citybahn, aber natürlich kann man von mir aus es auch als persönliche Einschätzung werten lassen, dass man eine Straßenbahn nicht schön findet. Das ist natürlich eine subjektive Einschätzung, aber man kann es tun. Wie soll das denn dann weitergehen in dieser Stadt, wenn man es dabei aber nicht beruhen lässt, sondern dann halt lieber, wie gesagt, in der Biebricher Allee 200 Plakaten, die da hängen, von wegen die ganzen Bäume würden sterben, obwohl es halt nur ein Bruchteil der plakatierten Bäume sind. Oder eben, wo irgendwelche Zusammenhänge aus dem Kontext gerissen werden. Was denkst du denn, wie das sich dann entwickeln wird? Ich weiß es nicht. Also es kommt natürlich auch sehr stark drauf an, wie das Ganze dann weitergeht, wie sich die Debatte weiterentwickelt. Und ich denke, es hängt auch sehr stark von dem Ergebnis beim Bürgerentscheid ab. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich diese Spaltung noch so ein bisschen weiter zieht in Richtung Kommunalwahl hin. Ja, ich hoffe natürlich, dass es sich mit dem Bürgerentscheid dann hat, und dann hat man ein Ergebnis und dann muss man weiter schauen, weil man am Ende des Tages ja auch weiter irgendwo gemeinsam Lösungen für diese Stadt finden möchte. Gerade wenn die Citybahn abgelehnt wird, wird es noch schwieriger, weil man dann ja erstmal wieder quasi beim Anfangsstadium angelangt ist und dann erstmal schauen muss, wie kriegen wir denn dann die Probleme im Verkehr, die wir in dieser Stadt haben, in den Griff? Denn, also was mir nämlich auch noch in Erinnerung von der Podiumsdiskussion geblieben ist, selbst die Vertreterin der gegnerischen Bürgerinitiative, die Citybahn ablehnt, sagt, ja, ich habe jetzt mittlerweile erkannt, Wiesbaden hat ein Verkehrsproblem. Doch was mich dann halt auch immer so ein bisschen stört bei der gegnerischen Perspektive ist, sie schlagen halt keine wirklichen Lösungen vor. Mhm. Denn die Lösung, die sie vorschlagen, ist zum einen die Busspur. Das Problem mit der Busspur ist, wenn wir auf der Biebricher Allee beispielsweise tatsächlich eine Busspur bauen, dann kostet die viel mehr Bäume. Dann muss nämlich tatsächlich eine Baumreihe abgeholzt werden, weil so eine Busspur einfach mehr Platz braucht. Und auch die anderen Argumente von wegen, durch Homeoffice-Entwicklungen und durch autonomes Fahren würde sich das ja sowieso geben, dass niemand mehr den ÖPNV nutzen wird. Das ist halt auch, weiß ich nicht. Also zum einen, das autonome Fahren ist halt noch lange nicht so weit entwickelt, dass das in absehbarer Zeit irgendwie eine Lösung sein könnte, abgesehen davon, dass wir dann immer noch das Platzproblem haben. Und es gibt immer noch viele Jobs, da haben wir vielleicht eher so die Perspektive als Sozialdemokraten, aber es gibt immer noch viele Jobs, die kann man gar nicht aus dem Homeoffice erledigen. Und Genau das sind Menschen, die weiterhin auf den ÖPNV angewiesen sind. Genauso junge Menschen werden weiterhin auf den ÖPNV angewiesen sein, auch in Zukunft. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eben einen guten, funktionierenden ÖPNV weiterhin haben. Denn was eben auch noch ein Aspekt ist, ist auch dieser finanzielle Aspekt. Also gerade Menschen, die nicht so viel Geld haben, können sich das Auto oft überhaupt nicht leisten. Zum einen können sie sich die Neuanschaffung nicht leisten, wenn es wegen dem Scheitern der Citybahn tatsächlich dazu kommen sollte, dass wir ein Dieselfahrverbot in Wiesbaden bekommen. Gerade für junge Menschen, die können oft noch überhaupt kein Auto fahren. Das heißt, die müssen den ÖPNV nutzen. Und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, nicht nur den Umwelt- und Klimaaspekt zu sehen, sondern auch zu sehen, dass es auch eine soziale Frage ist. Ja. Also du vermisst einerseits natürlich eine gewisse Konstruktivität auf der Seite der Citybahn-Gegner, und auf der anderen Seite sagst du auch, die Generation, die wir beide jetzt vertreten, würdest du sagen, die ist schon eher pro Citybahn, oder würdest du sagen, die ist dagegen? Also ich würde sagen, die jungen Menschen, mit denen man sich wirklich dann auch unterhält oder
im Allgemeinen merke ich das auch ganz stark im Dialog, wenn man sich dann tatsächlich über die Fakten austauscht, dann sind eigentlich die meisten, oder ich habe tatsächlich noch niemanden getroffen, der danach tatsächlich immer noch dagegen ist. Was, glaube ich, viele junge Menschen auch verunsichert, weshalb wir auch unter anderem das Jugendbündnis gegründet haben, ist, dass so viele Informationen im Raum stehen, die so gar nicht stimmen. Also beispielsweise das mit den Bäumen ist ein Aspekt, wo viele junge Menschen eben auch sagen, wenn da alle Bäume abgeholzt werden, da bin ich gegen die Bahn. Ja. Aber Tatsache ist eben, das stimmt zum einen nicht, dass, also ihr habt ja eben schon darüber gesprochen, dass es gar nicht so viele Bäume sind, die abgeholzt werden, und man muss eben auch bedenken, würde man die CO2-Ersparnis, die durch die Citybahn geschaffen wird, tatsächlich durch Bäume ausgleichen wollen, dann müssen da tatsächlich mehrere Hektar an Wald gepflanzt werden. Mhm. Ja, also ich merke das genauso wie du, also in der Auseinandersetzung, gerade mit jungen Leuten, merkt man jetzt auch seit, naja, jetzt über einem Jahr mit Fridays for Future, da ist natürlich ein Bewusstsein extrem geschaffen worden, auch gerade in dieser Generation für Umweltschutz und auch für alternative Formen des Verkehrs, und lassen wir es jetzt einmal mal beim Verkehr, und natürlich sind die dafür, und wenn man denen dann auch, und ich glaube, dafür gibt es ja eben die guten Argumente, klar macht, dass die Citybahn eben ein Argument für den Klimaschutz ist und etwas für den Umweltschutz und eben nicht so stark, wie es oft plakatiert oder eben behauptet wird, dem Klima, der Umwelt oder beziehungsweise dem Restnatur in so einem urbanen Raum, wie auch immer das, man das beschreiben möchte, schadet, dann kann man ja, glaube ich, dann sind auch viele junge Menschen bereit dazu, auch zu sagen, ja, wir brauchen die Citybahn und auch dafür. Denkst du, dass gerade auch die Fridays for Future die junge Generation jetzt so angetrieben hat, vielleicht auch eher zu so einer Abstimmung zu gehen zur Citybahn? Also ein Problem dabei ist natürlich, dass viele auch noch gar nicht abstimmen dürfen. Also abstimmen darf man ja erst ab 18 Jahren, und viele, die sich beispielsweise auch bei Fridays for Future engagieren, gehen eben noch zur Schule und sind noch gar nicht 18. Die Leute, die man erreicht, die man auch mit den Fakten erreicht, da kann ich mir schon vorstellen, dass sie auch zur Wahl gehen, aber ist natürlich die Frage immer trotzdem, reicht das? Weil man muss eben auch gleichzeitig sehen, der Anteil der jungen Menschen ist eben nicht die Mehrheit, und vor allem die jungen Menschen, die schon abstimmen dürfen, die schon wählen dürfen, stellen eben auch nicht die Mehrheit dar. Ja, danke. Also danke, dass du das so ausführlich aus der Perspektive gerade eben, sage ich mal, dieses Jugendbündnisses beschrieben hast für uns. Ansonsten vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass alle anderen da waren. Wir sehen uns nächste Woche schon wieder. Und zwar dann genauso wieder um die Uhrzeit 17 Uhr freitags. Wer das noch nicht getan hat, der lässt am besten ein Gefällt mir auf unserer Facebook-Seite da und abonniert. Ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao.